Ja, guten Abend. Wir haben es heute ein bisschen laut hier. Ja. Gott sei Dank, die ersten Gespräche, die wir hier geführt haben, da war der Marktplatz totenstill, kein Mensch da. Heute gibt es einen Klimaprotest im Hintergrund, aber das stört uns ist jetzt ja ein gutes vor. Zeichen, dass gutes Zeichen. Was los ist. Ja, ja, Sie sind, das können Sie aber gleich nachher noch ein bisschen genauer erklären, der erste Vorsitzende des Tübinger Tafelvereins. Genau, ja. Vielleicht wissen gar nicht alle Leute, was so eine Tafel ist. Wollen Sie es uns ganz kurz erklären? Ja. Ja, also die Tafel hat zwei Aspekte. Sie rettet Lebensmittel, die sonst zur Vernichtung preisgegeben sind. Und sie versorgt Menschen, die bedürftig sind, mit Lebensmitteln. Also es ist dann eigentlich ein kurzer Weg von den Lebensmitteln, die eigentlich von den Supermärkten aussortiert sind, wieder hin zu den Menschen, die es dringend brauchen. Das heißt, Sie gehen auf die Supermärkte zu und die sind bereit, Ihnen die Sachen zu liefern oder müssen Sie die abholen? Wir holen die ab, also wir haben 80 bis 90 Lieferanten, nehmen wir das, also Supermärkte in Tübingen und um Tübingen herum, ja. Bäckereien, Metzgereien, also das sind eigentlich die meisten Supermärkte dabei und dann kommen auch private Spenden dazu oder von Landwirten. Bekommen wir vor allem im Sommer einiges. Also da kommt einiges zusammen und wir holen das normalerweise vormittags mit unseren zwei Kühlwagen und bringen es zur Tafel, achten also auch darauf, dass die Kühlkette eingehalten wird und in der Tafel wird es dann aussortiert. Die Sachen, die also wirklich nicht mehr genießbar sind, werden in die Mülltonne geworfen und das andere, das ist also noch eine ganze Menge, wird dann für unsere Kunden vorbereitet. Und Sie haben dann nachmittags geöffnet? Und nachmittags haben wir geöffnet, dienstags, donnerstags, Freitagnachmittag und Mittwochabend haben wir Abendverkauf. Also da kommen dann die Kunden. Sie haben vorher gesagt, es sind fast 1700 Leute, die so regelmäßig kommen? Ja, also man kann sagen, so etwa 1700 Bedürftige, Erwachsene und Kinder, wobei so etwa halbe Hälfte Kinder sind, Hälfte Erwachsene. Und wir verlangen dann eine Gebühr von den Erwachsenen pro Einkauf von 2 Euro, aber die Kinder sind frei und dann können eben Bedarfsgemeinschaften oder Familien von vielleicht 8 oder 9 oder 10 oder 12 Personen sogar für 2 oder 4 Euro eine ganze Menge bekommen. Also das heißt, Sie verlangen nur die Gebühr und für die einzelnen Lebensmittel gibt es dann gar nichts mehr? Da verlangen wir da nichts mehr, sondern nur, wie gesagt, eine Gebühr und die Leute bekommen dann, je nachdem, wie groß die Bedarfsgemeinschaft ist, also das Zigfache von der Gebühr. Und das alles, das klingt ja nach ziemlich viel Organisation, muss ich sagen, auch ziemlich viel Arbeit. Ja. Wie kriegen Sie das hin? Wie viele Leute sind denn bei Ihnen da tätig? Das ist ja ein Fulltime-Job eigentlich. Also Sie haben gesagt, Sie sind pensionierter Pfarrer. Kann man sich das noch vorstellen, aber trotzdem ist es viel Arbeit, oder? Also wir haben mehrere Bereiche, also im Vorstand sind wir 6 Leute, die eben auch für verschiedene Bereiche zuständig sind. Und dann haben wir nochmal eine Ebene für verschiedene Bereiche drunter, also für die Vorbereitung, Verkauf und so weiter. Und dann eben die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jetzt gerade so 180 bis 200. Und wir sind froh, dass sich sehr viele Junge jetzt gemeldet haben, nachdem klar war, dass die meisten, also über 80% der Mitarbeiter vorher zu der Risikogruppe gehören. Und jetzt stehen eben die jungen Leute vorne und haben so den direkten Kontakt auch zu den Kunden. Das wäre ja dann eher ein positiver Corona-Effekt, dass Sie irgendwie wieder junge Leute rekrutiert haben. Aber es gibt sicher auch negative Effekte. Haben Sie mehr Leute, die jetzt kommen? Merken Sie das schon? Oder kommt das erst noch ein bisschen später? Also es kommt wird langsam mehr. Also viele, habe ich den Eindruck, trauen sich auch noch nicht so richtig zu kommen. Aber wir haben natürlich alles vorbereitet mit Trennscheiben, mit Masken, mit Handschuhen und Desinfektionsmittel. Also da haben wir alles, was eben nötig ist, für einen Corona-Schutz gemacht.
Also dass da jetzt auch keine Infektionsgefahr mehr ist. Also das sind wir ganz froh. Man hat ja so viel vom Hocken gesprochen, so am Anfang der Corona-Zeit, dass die Leute immer losgerast sind und vor allem mit Klopapier gekauft haben. Irgendwie in anderen Ländern haben sie andere Sachen, da haben sie Wein gekauft und irgendwie ganz viel Essen. Wie regeln Sie das, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will 10 Pakete Klopapier haben? Also wir bedienen die Leute, also wir haben keine Selbstbedienung, sondern wir bedienen die. Und die Mitarbeiter, die also nachmittags da sind, um die Kunden zu bedienen, die kennen die Kunden dann auch meistens schon. Und die wissen schon ungefähr, was sie brauchen. Und ob jetzt da Vegetarier sind oder sonstige Vorlieben oder Probleme da sind, dann entsprechend die Leute bedienen. Also da hat sich auch mit der Zeit so eine persönliche Beziehung entwickelt. Also selber bedienen kann man sie nicht. Und wir müssen ja auch die Lebensmittel einteilen, dass es also bis zum Schluss noch reicht. Gibt es auch manchmal Streit um bestimmte Dinge? Müssen Sie manchmal schlichten? Ja, manchmal sieht vielleicht ein Kunde, der allein lebt, nicht ein, dass er jetzt zum Beispiel keine Milch kriegt, weil wir eben die Milch dann für Familien aufheben. Also so versuchen wir das im Voraus dann schon zu überlegen, was wir an jeder Bedarfsgemeinschaft ausgeben können und was eben für eine Person und was für 10 Personen dann zu erhalten. Das ist eigentlich eine belastende Arbeit. Sind Sie manchmal traurig, wenn Sie heimkommen, wenn man so denkt, wie viele Kinder auch in so Familien aufwachsen, in denen man nicht alles kriegt und gleichzeitig gibt es andere Kinder, andere Familien, wo so viel Geld ist? Naja, also wir spüren eigentlich mehr die Dankbarkeit. Also die Kunden sind also schon überwiegend dankbar für das, was wir machen. Und sie sehen ja auch, dass es ehrenamtlich freiwillig ist. Also von daher ist auch von uns jetzt nicht so das Gefühl, dass wir das nicht so hinkriegen, sondern das ist auch eine Befriedigung. Deshalb sind auch die vielen Mitarbeiter auch gerne bei der Tafel. Dass man überhaupt was machen kann. Ja, ja. Ich meine, die Ungerechtigkeit ist ja schon schreiend auch in vieler Hinsicht. Ja, ja. Also wir haben natürlich das grundsätzliche Problem von Arm und Reich und wir stellen uns dem auch, aber wir tun halt das, was wir können und das andere muss dann eben der Staat haben. Wir sind eine Non-Government Organization, wenn man so sagt, wir machen das eben aus eigenem Antrieb freiwillig und manchmal muss man es dann auch erklären, dass wir nicht die Stadt oder der Staat sind, sondern dass wir das eben aus eigenem Antrieb und freiwillig machen. Und diese Mengen an Lebensmitteln, die Sie bekommen, das scheint jetzt kein Problem zu sein. Sie haben nicht gesagt, dass Sie irgendwie sehr werben müssen, wenn Sie so viele Lieferanten haben oder Kunden? Also es ist natürlich unterschiedlich. Es gibt Zeiten, wo es dann bei besonderen Lebensmitteln besonders viel gibt, bei bestimmten Lebensmitteln. Also jetzt ist gerade Erdbeerzeit, Spargelzeit, da gibt es natürlich gar viel. Und dann wird es auch wieder weniger. Also wir können eben nur das weitergeben, was wir selber kriegen. Und das müssen wir den Kunden auch manchmal sagen, dass wir eben nicht gerade das, was sie gerne hätten, da haben. Aber normalerweise verstehen sie das nicht. Also Sie haben die Corona-Zeit ganz gut überstanden, dadurch, dass Sie die sozusagen jetzt junge Leute rekrutiert haben. Ja. Sie haben aber auch natürlich bei den Kunden ältere Leute. Haben Sie da irgendwie eine Lösung gefunden, wenn die Leute nicht mehr aus dem Haus kommen konnten? Oder? Ja, also seit heute haben wir jetzt mit einem Lieferdienst angefangen für die Menschen, die eben behindert oder gebrechlich oder halt so alt sind, dass sie nicht mehr selber kommen können. Und die werden jetzt beliefert. Dienstags und freitags fahren wir dann zu Ihnen und bringen Ihnen die Lebensmittel. Wie viele Kilometer müssen Sie da fahren? Naja, also unser Bereich ist eben Tübingen und dann eben die umliegenden Orte, also Richtung Reutlingen, geht es in Kirchentellinsfurt oder über die Herten oder Snäckertal aufwärts bis Rottenburg. In Rottenburg gibt es schon wieder eine Tafel. Da gibt es wieder eine Tafel, in Mössing gibt es eine Tafel.
Und Detenhausen gehört dann noch dazu. Also so ist so der Umkreis, den wir da bedienen. Wollen Sie noch was sagen? Brauchen Sie noch Personal? Sondern jetzt haben Sie die Gelegenheit noch zu werben. Ja, also im Augenblick sind wir so gut bedient. Also wir freuen uns so, dass wir eben so viele junge Leute haben, die studieren oder eben am Anfang vom Beruf stehen oder eben sonst ein bisschen Zeit haben. Da sind wir ganz glücklich drüber. Im Fahrdienst, da könnten wir vielleicht noch Leute brauchen, die wir so als Reserve haben. Denn da steht jetzt auch die Sommerzeit an, da gehen dann auch viele von uns Mitarbeitern in Urlaub. Da wäre es vielleicht gut, wenn wir dann jemanden haben. Also gut, wir machen irgendwie eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse, sodass diejenigen, die jetzt interessiert sind, gleich Sie anschreiben können. Wir haben das auch auf unserer Homepage, ja, genau, da kann man das auch lesen. Ja, vielleicht hast du ein bisschen Erfolg auf jeden Fall. Wir drücken Ihnen die Augen, die Daumen, und es ist wirklich ein bewundernswertes Engagement, von dem sicher viele Leute Ihnen dankbar sind und auch vor allem sicher auch die Supermärkte, die ihre Sachen nicht gern wegwerfen. Ach, das ist auch schrecklich. So, das ist auch eine Win-Win-Situation. Mhm. Also Sie müssen da nicht mehr so viele Müllgebühren zahlen. Ja. Das räumen wir dann ab. Also irgendwie eine tolle Idee, von der Sie gesagt haben, wir kommen aus den USA, gell? Ja. Vielen Dank fürs Kommen, ja, und einen schönen Abend wünsche ich noch. Danke Ihnen.